Ja, meine sehr verehrten Mitstreiter, wenn ich heute so in die Runde sehe, dann schaue ich optimistisch in die Zukunft und meine Hoffnung wächst, dass wir den Niedergang unseres Landes aufhalten werden. Denn hier im Saal sehe ich Menschen, die ihren Auftrag als mündige Bürger und Bürgerinnen ernst nehmen, die nicht schweigend und gleichgültig zuschauen, wenn verantwortungslose Entscheidungsträger und Meinungsführer unser Land zugrunde richten. Wir haben uns hier als Vertreter der redlichen Bürgerinnen und Bürger versammelt. Und Ihnen werden wir eine Stimme geben, wenn wir in den Landtag einziehen. Die Vertreter der Kartellparteien nehmen die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr ernst. Sie billigen den Bürgerinnen und Bürgern lediglich Ängste zu. Nicht mehr etwa eine politische Meinung, sondern nur noch Ängste. So wie man unbegründete Sorgen kleiner Kinder als Ängste bezeichnet. Sie regieren aber nicht kleine Kinder. Sie regieren mündige Bürger, die sich sehr berechtigte Sorgen machen über die Entwicklung unseres Landes. Und Sorgen haben ihren Ursprung eben nicht in den irrationalen Schichten des Menschen, sondern sind rational geerdet. Sorgen sind das Ergebnis unaufgeregter Analyse einer Situation und gründlicher Überlegung. Und egal welchen staatlichen Bereich man analytisch betrachtet, immer stehen einem die Haare zu Berge, wenn man die Versäumnisse und Fehlentwicklung des letzten Jahrzehnts wahrnimmt. Und diese Sorgen haben auch mich im Juni 2013 zur AfD geführt. Die rechtswidrige Euro-Rettung und die Abschaffung Deutschlands waren für mich zwar dann der letzte Anstoß, mit der CDU zu brechen. Aber schon lange, seit 2006 und 2007, war ich mit der Politik dieser ehemals bürgerlichen Partei unzufrieden. Denn als Schulleiter eines Gymnasiums, damals in Münster, bekam ich mit, wie gegen jede Erwartung und gegen die eigenen Parteiprogramme die gelb-schwarze Regierung Rüttgers seit 2005 den Bildungsabbau begann und die Axt an die Wurzel unseres Bildungssystems legte. Seit dem Antritt der rot-grünen Regierung geht der Bildungsabbau unter Duldung der CDU und FDP in rasender Geschwindigkeit weiter. Die Linken bemänteln ihr Zerstörungswerk mit den Begriffen Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit und Antidiskriminierung. Und wenn schwarz, will die Schüler durch ein möglichst wirtschaftsorientiertes Schnelllernverfahren durchpeitschen. Rot-grün und schwarz-gelb haben sich in seltener Einmütigkeit zusammengefunden, um dem einzigartig erfolgreichen Bildungssystem in der Welt den Garaus zu machen. Die Bologna-Reform hat die Universitäten gerade in den Geisteswissenschaften eher zu Lernfabriken verkommen lassen, ohne dass die Studenten die Chance auf einen in sich geschlossenen Bildungsgang hätten. Und der Trend zum gemeinsamen Unterricht in Gesamt- und Sekundarschulen zerstört das von unserer Schultradition menschenfreundliche Verfahren, leistungsgleiche Schüler und Schülerinnen in gemeinschaftlich arbeitenden Lerngruppen zusammenzuführen. Das Ganze wird noch getoppt durch die Eingliederung von Förderschulkindern in die Regelschulen und nun noch von jungen Menschen, welche die deutsche Sprache nicht beherrschen. Dies alles und noch mehr, Verkürzung der Gymnasialzeit, Absenkung des Lernniveaus, Noteninflation. Man könnte jetzt hier noch eine halbe Stunde weiterreden, aber ich habe nicht so viel Zeit. Dies alles führt zur spürbaren Verschlechterung der schulischen und universitären Ausbildung. Denn nur in einigermaßen leistungsgleichen Lerngruppen kommen die einzelnen Schülerinnen und Schüler mit ihren jeweiligen Begabungen zum Zuge. Dies haben unsere Vorfahren gesehen. Und deshalb hatten wir in Deutschland nicht nur anerkannte Wissenschaftler, sondern in allen Berufsfeldern bis runter zu den Fabrikarbeitern sehr gut ausgebildete Menschen. Und dahin müssen wir wieder zurück. Und so haben wir Ihnen vom LFA 1 vor 2 Monaten für das Wahlprogramm einen Bildungsplan vorgelegt, der wieder auf unseren deutschen Bildungstraditionen beruht, ohne Entwicklungen der modernen Zeit unberücksichtigt zu lassen. Ich bin dankbar, dass ich seit August 2015 als Vorsitzender diesen LFA leiten durfte. Zusammen mit meinem Stellvertreter Jan Preuß und den anderen Teilnehmern
haben wir seit Oktober 2014 intensiv und höchst effizient diskutiert und formuliert. Und ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, meine Vorstellungen dort einzubringen und sie auch deutlich im Wahlprogramm wiederzufinden. Dankbar bin ich allen Mitgliedern dieses LFA. Besonders bedanken möchte ich mich aber bei dem stellvertretenden Sprecher Jan Preuß, mit dem ich sehr eng und besonders zielführend zusammengearbeitet habe. Und in einigen Vorträgen, Gütersloh, Essen und Erftstadt, konnte ich auch zusammen mit ihm, mit Magnus Wagner, die ideologischen Zusammenhänge bildungspolitischer Entwicklung darlegen. Denn das, meine Damen und Herren, wird unsere wichtigste und schwierigste Aufgabe bei der Umgestaltung des jetzig verkorksten Schulsystems sein. Wir müssen wieder die Deutungshoheit über die bildungspolitischen Entwicklungs- und über die Begriffe zurückerkämpfen. Die Freunde des Bildungsabbaus verbrämen ihre dunklen Absichten nämlich hinter einem Schwall von menschenfreundlich klingenden Versatzstücken. Da heißt es individuelle Förderung, kein Kind zurücklassen, Bildungsgerechtigkeit und noch vieles mehr. Dies verfängt natürlich bei einer Vielzahl von Menschen, die sich im Bildungsbereich nicht so auskennen und die dunklen Schlichen nicht durchschauen können. Deshalb wird unsere wichtigste Aufgabe sein, das scheinheilige Gerede zum Beispiel vom Nutzen des gemeinsamen Lernens und den Wohltaten der Inklusion für alle zu entlarven, als die linksideologische Burka, hinter der sich die dunkle Fratze des Bildungsabbaus verbirgt. Die wichtigste Aufgabe ist auf zwei Bereiche. Einmal praktisch die Dinge, die jetzt in Gesetzesform gegossen worden sind, wieder zurückzunehmen. Das werden wir natürlich in der Opposition nicht so schnell können. Deswegen haben wir eine andere vordringliche Aufgabe, was ich gerade gesagt habe. Wir müssen den Linksideologen die Begriffe wieder wegnehmen und müssen Herrschaft über die Begriffe bringen. Das ist von entscheidender Bedeutung, denn die Menschen durchschauen das nicht so ganz. Und ich glaube, ich bin als Praktiker, der 12 Jahre Schulleiter ist und davor aber sozusagen vollkommen im Unterricht stand, also kein Karrieretyp, der schon frühzeitig der Schule entfleucht ist, sondern das alles mitgemacht habe, weiß ich, wo der Schuh drückt. Aber als Deutsch- und Geschichtslehrer kenne ich mich auch mit der Geistesgeschichte aus und ich weiß ganz genau, welche Kniffe und welche Verrenkungen die dortigen Sprecher machen, um die Menschen aufs Glatteis zu führen. Danke. Dann in das rechte Seitenmikro, bitteschön. Meine Frage wäre, wenn Sie in den Landtag gewählt würden, Sie haben ja gerade sehr verdeutlicht, was die augenblicklichen Parteien alles an Gesetzen erlassen haben, wie unsinnig die sind. Würden Sie eine Koalition mit anderen Parteien anstreben, sondern dem zustimmen? Ich würde keine Koalition zustimmen, es sei denn, es gäbe eine Partei, die unser Bildungsprogramm, unser Europaprogramm, unser Wirtschaftsprogramm und das Programm der inneren Sicherheit mitträgt. Ich würde keine Kompromisse eingehen. Das, was die CDU gemacht hat, sich sozusagen den Grünen vor die Füße zu schmeißen, sowas käme mit mir nicht in Frage. Ich kann Ihnen auch sagen, ich habe ja hier nur 7 Minuten Zeit, aber wenn ich Ihnen alles erzähle, wie nur was an den Schulen abgeht, sogar Lehrer, von denen ich vermute, dass sie nicht der AfD wählen, stimmen mir in der Analyse absolut zu. Danke. So, ist keine Frage, dann wieder zu Ihnen, bitte schön, die dritte Frage. Schön. Herr Seifen, was würden Sie ganz konkret in der Schulpolitik ändern? Das allererste, die unsinnigen Gesetze, die die letzten 2 Jahre
verfasst worden sind, können wir als Opposition wahrscheinlich nicht, Inklusion zu machen, sofort rückgängig machen. Gesamtschulen sofort. Meine Herrschaften, ja, ich darf ja eigentlich gar nicht erzählen von meiner Schule, aber ich habe Kinder, die leiden darunter. Punkt. Stopp. Ist es so? Das sagen alle Lehrer. Und die tun mir von Herzen leid. Die tun mir leid. Es ist eine, Entschuldigung, darf ich mal hier eine Schweinerei, was da passiert? Das ist das Erste. Das Zweite, Gesamtschulen zu kooperativen Gesamtschulen machen. Das geht ruckzuck. Denn es ist erwiesen, es gibt auch Studien, die kann ich hier nicht ausführen, dass das gemeinsame Lernen tatsächlich nicht so effizient ist. Natürlich geht alles. Die Dorfschule von 1718 funktioniert auch. Klar funktioniert die. Es ist aber nicht fortschrittlich. Und das müssen wir in der Argumentation den Menschen klar machen, dass das, was die Grünen als Fortschritt verkaufen, ein Rückschritt ist. Dann die Frage vom linken Saalmikro, bitte schön. Etwas lauter, bitte. Eckhardt aus Wissendorf, Herr Sagen. Ich kenne aus einem anderen Bundesland von aus der Praxis die Schilderung, dass in Schulen das an zentral gestellte Prüfungsaufgaben gibt, die immer schwieriger werden. Die Lehrer erhalten allerdings die Prüfungsaufgaben vorab. Die Lehrer sind unter Druck, dass es hinterher Ergebnisse gibt. Der Schulleiter ebenso. Am Schluss haben wir tolle Statistiken angeführt. Kommen Sie zur Frage. Wie erleben Sie das als Schulleiter und wie gehen Sie damit um? Die Situation ist nicht, bei uns nicht ganz so, wie Sie das darstellen. Es gibt Fächer, mein Fach Deutsch, da sind die Prüfungsanforderungen tatsächlich gleich geblieben. Es gibt andere Fächer wie Biologie und Mathe, sind sie abgesenkt worden, in Englisch vor allen Dingen. Es gibt Schulen, da sehen die Lehrer sich jetzt plötzlich als Verbündete der Schüler und andere Schulen machen das nicht. Wir sehen das relativ entspannt. Ein Satz nur noch, Zentralabitur heißt nicht automatisch Qualitätserhöhung. Das muss man differenzierter sehen, das kann ich aber hier nicht ausführen, weil die Zeit einfach nicht reicht. Danke. So, jetzt noch Raum und Zeit für eine Frage. Das junge Frau, Sie wollen? Bitte schön. Kurze Frage. Können Sie uns kurz dazu Stellung nehmen, wie weit die Frühsexualisierung in deutschen Schulen schon eingezogen ist? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Bei uns am Gymnasium Gott sei Dank nicht, aber ich werde jetzt meine Bibel mal erfahren, wer das ist. Ich bin ja am Gymnasium und da haben wir Klasse 6 die ganz normale Sexualaufklärung und da ist bisher nichts angebrannt. In Gronau bin ich allerdings nicht informiert, gebe ich zu, müsste ich mich erkundigen. Okay, das war's. Das waren jetzt 5 Fragen, wenn die Kandidaten sich vorstellen konnten. Das heißt, wir könnten jetzt, wenn wir die belegt, das heißt, wir brauchen einen Kopfrechner auf Herrn Seifen 260. Herr Seifen ist gewählt. Danke. Herr Seifen, darf ich Sie fragen, nehmen Sie die Wahl an? Herr Seifen, nehmen Sie die Wahl an?